Herzlich willkommen zur Reihe Partizipation, die transformiert. In unserem Beitrag befassen wir uns mit den Care-Leaverinnen. Care-Leaverinnen sind junge Erwachsene, die in der stationären Kinder- und Jugendhilfe betreut wurden und mit ihrem 18. Geburtstag damit konfrontiert sind, dass die Kinder- und Jugendhilfe von einem Tag auf den anderen nicht mehr für sie zuständig ist. Das heißt, sie können nicht mehr auf Ressourcen der Kinder- und Jugendhilfe zurückgreifen. Sie müssen ausziehen, selbstständig werden und auf eigenen Beinen stehen. Wohingegen das durchschnittliche Alter für einen Auszug aus dem Elternhaus für die Gruppe ohne stationäre Kinder- und Jugendhilfeerfahrung europaweit bei etwas über 25 Jahren liegt. Man kann sich also vorstellen, dass dieser abrupte Übergang für die Care-Leaver als große Herausforderung, oft auch Überforderung oder sogar kritische Lebensphase empfunden wird. Empirische Studien zeigen weiter, dass die Gruppe der Care-Leaverinnen im Gegensatz zu Gleichaltrigen in den Bereichen unter anderem Arbeit und Ausbildung, Wohnen, Lebenszufriedenheit, Gesundheit und Finanzen signifikant schlechter abschneidet. Wir möchten heute näher beleuchten, was partizipative Ansätze in diesem Bereich und Forschung in den letzten Jahren bewirkt haben und dürfen dazu drei Experten begrüßen. Zuerst Herrn Peter Sato von der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien, dann Frau Maria Greunig von der Universität Hildesheim, wissenschaftliche Mitarbeiterin mit unter anderem Forschungsschwerpunkt Care-Leaver und zuletzt Frau Fabienne Landerer, selbst Care-Leaverin und Präsidentin des österreichischen Care-Leaver-Vereins. Herzlich willkommen. Lieber Herr Sato, Ihnen möchte ich gerne die erste Frage stellen, bevor ich an meine Kollegin übergebe. Können Sie uns aus Sicht der Kinder- und Jugendanwaltschaft erläutern, was sich Ihrer Meinung nach aufgrund der partizipativen Bemühungen und Forschungen in den letzten Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe bzw. für die Care-Leaverinnen selbst und in der Care-Leaving-Passage verändert hat? Und wo es Ihrer Meinung nach immer noch Hindernisse gibt und warum? Was man sagen muss, also das Thema Care-Leaver ist endlich angekommen. Endlich, also bei den Stakeholder einerseits und bei den Fachpersonen. Und alle Fachmenschen wissen Bescheid, wie wichtig eben dieser Bereich ist und wie wichtig es ist, dass sich junge Erwachsene nur mit partizipativem Angebot auch wirklich gut und selbstständig entwickeln können. Was traurig ist, was wirklich traurig ist, dass das oft so Privatinitiativen bleibt, mehr oder weniger, was nicht, also wo die politische Verantwortung nicht wahrgenommen wird, ist, dass man diesen Menschen gesetzlich sozusagen den Rahmen bietet, den jungen Erwachsenen Rahmen bietet, dass das einfach gesetzlich verankert ist, dass man, wenn man nicht mehr betreut wird, dass man dann auch weitere Unterstützung bekommt. Das ist in Wien leider, in Wien ist es leider so, aber auch in den meisten anderen Bundesländern ist es so. Manchmal gibt es in Ausnahmesituationen, verlängert man die Fremdunterbringung, weil es noch Ausbildungszeiten gibt oder Schulzeiten, die noch ausgedehnt werden. Aber eigentlich endet die Kinder-Jugendhilfe mit dem 18. Lebensjahr und das ist viel zu kurz. Und auf die Frage, warum das so ist, weil alle würden es wissen, alle politischen Kräfte Österreichs wären eigentlich d'accord, aber die unbequeme Antwort ist es, die Kinder-Jugendhilfemaßnahmen, das zahlt das Land, Obdachlosigkeit, Mindestsicherung, Spitalsaufenthalten wie Psychiatrie, chronische Erkrankung, das zahlt der Bund. Das ist das Fazit. Es gibt ganz, ganz viele Kräfte, die immer und immer wieder versuchen, politisch Kontakt aufzunehmen mit den einzelnen Ländern zum Beispiel. Und das hat sich ein bisschen verkompliziert, weil früher war Kinder-Jugendhilfe, da gab es ein Bundesgesetz und seit einigen Jahren ist das aber verländert worden sozusagen. Und das heißt, wir bräuchten 9 Bundesländer, die wir an Bord bekommen würden zu diesem Thema. Das ist etwas, was ich noch sagen möchte. Aber total wichtig, wir brauchen das, wir dürfen unsere jungen Erwachsenen einfach nicht in der schwersten Zeit alleine lassen und ihnen beim Scheitern zusehen. Das geht gar nicht, finde ich, ja. Liebe Frau Greunig, ich gehe mal davon aus, dass diese Schieflage, die uns der Herr Sato aus Sicht der Kinder- und Jugendanwaltschaft gerade schon so eindrücklich geschildert hat,
auch der Anstoß war für die vermehrte Caregiver-Forschung oder überhaupt für die Caregiver-Forschung. Vielleicht wollen Sie uns kurz was zur Entstehung erzählen und was sich vielleicht in der Zwischenzeit getan hat. Und Frau Landerer, vielleicht möchten Sie uns im Anschluss daran direkt mal erzählen, was davon in der Praxis und in der Lebenswelt der Caregiverinnen angekommen ist. Aus der Erfahrung oder Notwendigkeit heraus, dass eben Wissenschaftler und Forscher vor allem so im angelsächsischen Raum draufgekommen sind, okay, da gibt es einfach eine, da gibt es Problemlagen oder Herausforderungen für junge Menschen, wenn die Kinder- und Jugendhilfe zwischen dem 18. oder 21. Lebensjahr in Österreich endet und diese Übergangsprozesse von Jugend ins Erwachsenenalter oder auch die Lebensphase des jungen Erwachsenenalters hat dann auch global noch einmal ganz eine andere Form von Aufmerksamkeit bekommen. Und dadurch hat sich dann eben auch die Notwendigkeit dieser Care-Lieber-Forschung herausentwickelt, da Care-Lieberinnen eben auch eine Gruppe sind, die aufgrund ihrer Lebenslagen oder Lebenssituationen ja natürlich auch noch einmal spezifische Herausforderungen zu bewältigen haben, würde ich jetzt mal sagen. Es wird zwar im Caregiver-Diskurs immer so thematisiert, dass das eine sehr vulnerable Gruppe ist, aber ich würde auch aus meiner Erfahrung irgendwie sagen oder aus meiner Forschungserfahrung, dass diese Vulnerabilität eine grundsätzliche menschliche Sache ist. Also wir sind alle irgendwie vulnerabel. Und wenn aber unsere kollektiven Strukturen diese Vulnerabilität nicht auffangen, dann wird das Leben zum Problem oder dann werden auch Bildungsverläufe zum Problem, dann werden die gesundheitlichen Lebenslagen zum Problem. Und ich glaube, das, was die Care-Lieber-Forschung in den letzten Jahrzehnten eben aufgezeigt hat, ist eben, dass das Problem nicht die Care-Lieber selbst sind, sondern dass das die Strukturen sind, mit denen Care-Lieber und Care-Lieberinnen eben klarkommen müssen. Genau, und das Transformatorische an dieser Care-Lieber-Forschung oder an dieser Care-Lieber-Bewegung, ich würde das jetzt mal so in zwei Ebenen einteilen. Und einerseits ist es auf jeden Fall die Care-Lieber-Forschung, die sich enorm weiterentwickelt hat in den letzten 30 Jahren, also auch im globalen Kontext. Also das zeigt eben auch, das zeigen dann eben auch diese Aktivitäten in diesem InTrack-Forschungsnetzwerk und die Publikationen, die eben auch global im Kontext der Care-Lieber-Forschung veröffentlicht werden. Und auf der Seite der Praxisentwicklung ist es auch so und spezifisch für den österreichischen Kontext, dass es da in den letzten Jahren auch einige Projekte gegeben hat. Also zunächst einmal das Welcome to Life Projekt, wo dann eben auch mit Trägerinstitutionen in Österreich dann auch Projekte entwickelt wurden mit Care-Liebern, also partizipativ auch mit Care-Liebern. Es hat dann auch diesen Care-Lieber-Dialog gegeben, von dem Frau Landerer dann wahrscheinlich auch noch berichten wird. In Kärnten, also da komme ich so her, dass es da zum Beispiel mittlerweile auch zwei Anlaufstellen für Care-Lieberinnen gibt und dass sich also auch die Qualitätsstandards für die Kinder- und Jugendhilfe, die in Österreich entwickelt wurden, haben diese Care-Lieber-Thematik explizit aufgegriffen. Und da hat es einfach auf unterschiedlichen Ebenen, also von Top-Down und auch Bottom-Up, Entwicklungen gegeben. Was aber auch von den Care-Lieberinnen selbst so immer wieder thematisiert wird, wenn sie dazu befragt werden, ist halt auch so die Sache, dass es auf der globalen Ebene vielleicht ganz viel Entwicklung gibt, aber das in den regionalen Kontexten dann noch nicht so wirklich ankommt. Und was ich auch ein bisschen kritisch sehe in diesem Kinder- und Jugendhilfe-Kontext, im Forschungskontext, im Praxiskontext, es wird das Paradigma der Partizipation ist überall da. Es wird überall von Partizipation gesprochen, genauso wie überall von Trauma gesprochen wird. Es sind inflationäre Begriffe. Jeder schmeißt mit diesen Begriffen um sich. Aber die tatsächliche Praxis, wenn man sich das dann anschaut, wenn man mal einen Schritt zurücktritt und sich das ansieht, was da eigentlich im Kontext von Partizipation oder auch so Trauma-Informed Care oder so passiert, ist es halt dann doch das Gegenteil. Also oder nicht das Gegenteil, aber es ist irgendwie nicht das, was es sein sollte. Und da, glaube ich, ist es einfach auch nochmal wichtig, darauf zu schauen, dass partizipative Ansätze immer also so Gruppensachen sind. Also es muss eine ganze Gruppe mitgehen in diesem Beteiligungsprozess. Und es ist halt auch schwierig, glaube ich, dass unsere Strukturen oder unsere Rechtsgrundlagen einerseits auch das verhindern.
Also dass tatsächlich in den Gruppen partizipative Prozesse stattfinden. Und vor dem Hintergrund glaube ich einfach, dass es dahingehend andere Räume braucht, in denen dann auch prospektive Entwicklungen stattfinden können. Ich kann das sehr ergänzen. Also man merkt schon, so in den letzten Jahren hat sich einiges getan, dass sich erstens mal von diesen Top-Down-Prozessen, da hat sich viel getan. Es gab viele Initiativen von oben sozusagen, die sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, okay, wie können wir Caregiver partizipativ irgendwie einbinden? Also das gab es auf jeden Fall. Und es gab auch vor allem in den letzten Jahren, das hat man sehr stark gemerkt, so im deutschsprachigen Raum, auch im französischsprachigen Raum merkt man das jetzt immer mehr, dass eben auch diese Bottom-up-Prozesse immer mehr werden. Also dass die Caregiver sich wirklich so selber organisieren, dass diese Selbstvertretungsvereine sich etablieren und dass Caregiver dann auch versuchen, eben in diesen öffentlich-politischen Raum hineinzugehen und da wirklich auf Dialogebene zu agieren und da wirklich zu sagen so, hey, ich bin da, das ist meine Realität. Also auf Englisch sagt man immer, they are the experts of their own life. Und ich unterstütze auf jeden Fall auch die Aussage von der Frau Greunig, dass es eben schwierig ist und dass das auch auf jeden Fall sich immer in der Gruppe abspielt und dass es oft schwierig ist, sage ich mal, dass, also das habe ich auch in meiner Forschungsarbeit gesehen, dass es teilweise dann schwierig ist, weil diese Caregiver haben ja jeder sozusagen ihr eigenes Leben. Das ist schwierig, weil eben es ist dieser vulnerable Prozess zwischen 18, man muss ausziehen, bis man dann irgendwann gefestigt im Leben steht. Und es ist dann schwierig, wenn das nicht irgendwie beispielsweise, wie ich es bei mir oder bei Kolleginnen gesehen habe, die da auch Forschungsarbeit machen oder die beispielsweise soziale Arbeit studieren, sich da wirklich längerfristig, sage ich mal, damit zu beschäftigen und sagen, hey, das bleibt ein Teil meines Lebens, auch diese Partizipativität, das bleibt ein Teil meines Lebens und ich werde da weitermachen. Also ich finde das total wichtig, dass man nicht nur Forschung über irgendwelche, also Caregiver, das sind ja keine Objekte, über die man Forschung betreibt, sondern das sind doch Menschen, die kommen aus verschiedenen Kontexten und ich finde, die sind alle valide. Und darum finde ich partizipative Forschung einfach total wichtig, dass diese jungen Menschen sich auch einfach ausdrücken können, dass die auch sehen und damit arbeiten, was passiert eigentlich gerade, was wird eigentlich gerade erforscht über diese Menschen und da einfach mitarbeiten. In einem politischen Kontext finde ich es genauso wichtig, dass da einfach Partizipativität herrscht, weil ich glaube, wir können uns alle irgendwie dieses Bild vorstellen. Ja, also Politik, da sitzen irgendwelche Leute irgendwo in einem Nationalrat und bestimmen irgendwelche neuen Gesetze über Leute, über junge Menschen und die wissen sozusagen sehr wenig von deren Lebensrealität. Also ich finde das extrem, extrem, extrem wichtig, dass man irgendwie es schafft, so einen Ort oder eine Begegnungszone zu entwickeln, wo einfach junge Menschen kommen können, sich ausdrücken können und auch gehört werden. Also gerade dieses Gehörtwerden finde ich eines der wichtigsten Dinge. Auch nochmal zurück, diesen Experten ihres eigenen Lebens. Die haben vielleicht ihr eigenes Leben nicht studiert und sind keine sozusagen Experten mit, wie vielen Diplomen, die auch dann, was weiß ich, was zitieren können und sagen so, ja, ich habe das erforscht, aber das ist doch ihr Leben. Und ich finde das einfach extrem wichtig, dass man es schafft, da irgendwie so diese Begegnungszonen zu entwickeln und sagen kann, okay, ihr dürft euch ausdrücken und wir hören euch zu. Da hat es auch eine ganz starke Diskussion darüber gegeben, welchen Einfluss auch die Sprache oder wie junge Menschen beteiligt werden in, sei es jetzt Praxiskontexten, Forschungskontexten, gesellschaftlichen Zusammenhängen. Also dass das einfach ein sehr
fundamentale Rolle auch spielt, wie über jemanden gesprochen wird, welche Bezeichnungen verwendet werden, welche Worte verwendet werden. Und da werden einfach auch ganz viele Wunden aufgemacht, habe ich so den Eindruck. Und ein wirklicher Dialog kann ja eigentlich nur auf Augenhöhe passieren. Und das ist ja auch noch einmal ein wichtiger Punkt, der berücksichtigt werden muss. Solange junge Menschen in Machtasymmetrien, Abhängigkeitsverhältnissen, Kontrollstrukturen sind, ist es einfach auch schwierig, tatsächlich von Partizipation zu sprechen. In meiner Forschung, ich habe jetzt schon gesehen, es gibt ja auch von der Care-Liebe-Seite her, also diese zwei Bereiche. Also auf der einen Seite ist ja, dass die wirklich versuchen, strukturell, vielleicht auch gesetzestechnisch, da Veränderungen voranzutreiben. Also wirklich eine Veränderung eine Verbesserung der Kinder- und Jugendhilfe, eine Verbesserung der Bedingungen, vor allem der Bedingungen ab dem 18. Lebensjahr, weil eben, also das ist allen Care-Liebern bewusst, so, okay, ich bin auf dem Papier 18 und dann. Also bin ich wirklich ein völlig funktionierender Mensch in unserer Gesellschaft, einfach nur, weil ich 18 bin, weil das Papier jetzt sagt, ich bin 18. Also das ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist eben, das, da unterstreiche ich auch das, was die Frau Gronig gesagt hat, also das ist auf dieser Diskursebene. Es ist so bunt eigentlich, das ist nicht schwarz und weiß. Und eben, dass sie dann trotzdem auch versuchen, auf der Diskursebene diesen Diskurs voranzutreiben, auch aus eigener Stärke zu sagen, so, hey, wir sind nicht das, sondern wir sind das. Und das ist für mich auch ein Teil von Partizipation, weil die versuchen, sich ihre eigene Partizipation zu nehmen. Das können wir dann sehen, wenn Care-Liebe versuchen, selber in die Medien zu gehen, also selber irgendwie Radiosendungen zu machen, so Podcasts einfach sprechen darüber. Also das ist schon für mich auch so ein Prozess von, ich nehme mir oder ich gehe in den öffentlichen Raum und ich partizipiere da, und das ist meine eigene Entscheidung und ich gehe da jetzt rein und ich nehme mir also auch das Recht heraus, da jetzt irgendwie versuchen, irgendwie einen Diskurs zu machen. Und das ist für mich auch schon etwas, was ich total unterstütze, weil ich finde, das verändert ein bisschen auch so dieses Machtgefälle, weil es gibt, finde ich, den Care-Liebern auch selbst irgendeine Stärke, Selbstbestimmung. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass auch genau solche Prozesse stattfinden. Und was mir noch auffällt, wenn wir von Partizipation sprechen, wir sprechen dann ganz häufig wieder nur in dieser Kinder- und Jugendhilfe-Pubble. Aber Partizipation heißt auch, und wir machen das jetzt zum Beispiel in der CLS-Studie, die Teilhabeforschung. Es geht ja nicht nur um die Partizipation in der Jugendhilfe. Aus meiner Perspektive wäre es ja wirklich ein Ziel, wenn es die Jugendhilfe überhaupt nicht mehr brauchen würde, weil das alles andere so funktioniert. Aber Partizipation heißt auch, dass die jungen Menschen in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Domänen und Feldern ihre Identitätsbildungsprozesse machen können. Und das soll im Grunde ja auch ein Ziel dieser partizipativen Ansätze in pädagogischen Kontexten sein. Sehe ich genauso. Fand ich jetzt auch ein sehr schönes Schlusswort von der Verlander und von Ihnen, dass es wirklich auch darum geht, ein Selbstverständnis auch strukturell zu unterstützen, das letztlich uns alle betrifft, dass wir uns wahrnehmen können als politisch aktive Mitglieder, die mitgestalten können und sich das auch trauen, einfach sich diesen Raum zu nehmen und aufzutreten und sich zu zeigen, egal woher, egal mit welcher Hintergrundgeschichte, einfach als Mensch, der eine Berechtigung hat, beizutragen, immer.